Hallo. Hallo, einen schönen guten Abend und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Iron Thorn Starforged. Und mit dabei ist wieder der liebe Erwin. Ich muss in die Richtung zeigen, wenn ich hier so, ne? So, ja, ja. Hallo, ja, ja, vielen Dank. Ich bin froh, dass ich wieder dabei sein kann. Ja, das war auch so toll, das war auch so toll. Und wie toll das nämlich gewesen ist, ich würde sagen, wir legen da direkt los. Hören wir uns nämlich jetzt an, ne, in der Zusammenfassung. Ja, da sind wir zurück. Ja, so, und ja, wir sind jetzt in dieser prekären Lage. Ne? Was ich aber eigentlich zeigen wollte als erstes, ist, dass, also nochmal so ein paar Grundlagen im Grunde. Und zwar habe ich mich jetzt mal so ein bisschen eingelesen darin, wie man eine Expedition veranstalten kann in so einem Precursor Vault. Und da gibt es auch eine sehr, sehr schöne Anleitung zu. Und wenn man sich nämlich mal, folgendes Bild hier anschaut. Ja, so, da ist nämlich dieser Precursor Vault eingeteilt in dem Exterior, Interior und Sanctum. Und erst wenn man sich in diesem Sanctum befindet, bekommt man eigentlich so wirklich raus, also wenn man das möchte, ja, so wofür dieser, dieses Artefakt aus alten Zeiten, diese Ruinen eigentlich wirklich da sind. Und für jeden Bereich, ne, den es halt hier gibt, gibt es ja diese Orakeltabellen, auf die man würfeln kann. Und das ist sehr, sehr schön beschrieben, welche Tabellen verwendet werden für welchen Bereich, ne, wo wir drin sind. Und ich kann aber schon mal sagen, wir haben das eigentlich beim letzten Mal ziemlich gut gemacht. Natürlich. Weil, ja, natürlich, so intuitiv. Ja. Profis. So, genau. Dass wir die auch wirklich die richtigen Tabellen hier für den Exterior-Bereich halt verwendet haben. Und den wir ja jetzt so ein bisschen definiert haben als den Bereich von dieser Transportkugel, die wir zuerst gefunden haben, oder ne, Seeker, die eigentlich gefunden hat und durch die wir geschritten sind und uns jetzt in diesem Interior befinden und dort ja, die Reise weitergeht und ja auch schon Progress markiert haben. Und das ganz, ganz Coole ist, man kann in das Sanctum kommen auf zwei unterschiedliche Wege. Nämlich zum einen gibt es, wenn man so auf diese Tabelle würfelt für diesen Interior-Bereich, gibt es einen bestimmten Prozentbereich, wo man direkt in das Sanctum halt reinkommt. Also dann ist man sozusagen lucky, ja, so wenn man da halt reinkommt. Oder aber ne, so man braucht 6 Progress, ne, um dann dort vor Ort reinzukommen. Mhm. Und dann, ne, werden die anderen Orakel-Tabellen kommen dann zum Tragen. So, das mal einfach mal so ein bisschen, ne, so als Grundlage dafür, weil wir machen ja hier auch so ein bisschen Tutorial quasi. Und ich muss auch sagen, also ich habe ja das Buch zwar komplett durchgelesen, aber wenn man erstmal in diese Situation reinkommt, dann fängt man an, so richtig sich damit zu beschäftigen. Und die Sache ist ja die, dass wenn man so für sich alleine spielt, dann hat man natürlich auch die Zeit, um sich das in Ruhe durchzulesen und okay, dann lese ich das halt heute einfach und spiele dann morgen so ein bisschen weiter, ne, so ein Stündchen und. Aber in so einem Format, wie wir das ja jetzt machen, also so mit so einer Sendung, da ja, steht man ja so ein bisschen unter Zeitdruck und dann versucht man da irgendwie schon so ja, etwas zu optimieren. Ja. Genau.
Okay, so, wir starten aber jetzt endlich mal, ne? Und wir befinden uns ja in diesem Gang, ne? Und dieses Wesen vor uns, diese blau leuchtenden Fäden, die auf uns zukommen. Und Erwin und ich, wir haben uns darauf geeinigt, dass wir das nicht als klassisches Encounter durchführen werden, sondern es gibt nämlich auch etwas ganz Schönes, nämlich diesen sogenannten Move Battle. Und hier ist es nämlich so, dass man mit einem einzigen Würfelwurf entscheidet, wie geht diese Situation eigentlich aus. So, dass man jetzt nicht jeden Kampf, den man begegnet, wirklich ausspielen muss. Und ja, also Alisa, ne, lauft, ne, ruft sie und wird dann auch schon in die andere Richtung laufen, den Gang entlang. Sam wild piepend, ne, so hinterher. Hm. Ich weiß nicht, was Seeker macht. Ja, Seeker läuft auch los, aber ist so ein bisschen und versucht halt, aber gleichzeitig so ein bisschen die Umgebung halt, also den Weg, den sie laufen, irgendwie sich zu merken, aber du hörst ihn halt hinter dir nur so fuck, fuck, fuck und dann immer wieder so kurz ein bisschen hinter dir langsamer wird und dann halt wieder aufholt, weil er, ne, weil er so irgendwie stehen bleibt und versucht sich irgendwas zu merken, aber dann von hinten dieses kss, kss kommt und er direkt wieder an Tempo aufnimmt und ja, also ich glaube, es wird eine heillose Flucht, oder? Ja, eine heillose Flucht. Also wir würfeln auf jeden Fall auf Edge, ja, so, und ihr entscheidet es jetzt, was passiert. Wow! Das ist crazy. Ja, dann wetzt mal die Würfel bitte. Also würfelt die Würfel. Ihr habt sie ja schon gewetzt, so wie Billy das schreibt. Mhm. Ja, 7 und 5. Okay, das nehmen wir. Ne? So. Erwin, du bist der Gast. Oh. Du darfst für uns würfeln, natürlich. Vielen Dank. So, ich habe auf Edge plus 2. Mhm. 7. So, yes. Dann ist es ein Weak Hit. Ja. Und das ist, on a Weak Hit you achieve your objective, but not without cost. Pay the price. Ja. So, und wir gucken uns dann jetzt nochmal bei Pay the Price an. Da geht es ja auch hauptsächlich immer darum, die Szenerie so zu beschreiben. Na, also make the most obvious negative outcome happen. Wenn uns jetzt gar nichts einfallen würde, könnten wir natürlich auch hier auf diese Tabelle würfeln. Aber ja, was passiert? Du hast gewürfelt, du musst jetzt entscheiden. Ja, bei Pet, oh Gott, ich habe meine Würfel hier vergessen, ich habe gar nicht markiert. Ja, aber ich weiß auf jeden Fall, ich hatte 10 Momentum, Half Spirit Supply war alles oben. Ich denke, Pay the Price, make the most obvious negative outcome happen. Ja, wir verirren uns, oder? Ja, also, das, ne, ist gut. Ja, also wir laufen halt in heilloser Flucht und Seekers Befürchtung bewahrheitet sich und irgendwann sind wir halt in irgendwelchen Gängen, die so aussahen wie die vorher, aber auch irgendwie anders. Und ist es immer noch das gleiche Material, aber irgendwie die Zeichen kann ich auch nicht deuten. Und die Geräusche sind zumindest weg. Ne? Also wir haben das Viech abgehängt, aber ja, wo wir uns jetzt befinden, das ist eine andere Frage. Ja, würde ich auch so sagen. Also wir rennen wild drauf los. Und wie du schön beschrieben hast, jeder Gang sieht aus wie der andere und wir hören dieses schleifende Geräusch jetzt auch nicht mehr. Aber da, wo Seeker eigentlich ja noch wusste, ja, ja, so, ich hatte doch da total die Orientierung gehabt, ist die jetzt echt wieder, also du kannst wieder von vorne halt sozusagen, ja, anfangen. Ja, ja. Also jetzt ist Seeker nicht mehr so, jetzt nicht mehr so am wild murmeln, aber er holt halt, ne, sein Gadget raus und geht halt diese Bilder durch und ist so, nee. Hm. Nee, ich kann damit nichts anfangen. Ja. Wie, du kannst damit nichts anfangen?
die Schriftzeichen sind jetzt ganz anders und... Ich meine, hast du darauf geachtet, wo wir hinlaufen? Wie, er hat uns in die falsche Richtung geführt. Weißt du denn, wo es hingeht, Sam? Ach so, du weißt es auch nicht besser. Ja, okay, gut. Ja, schön. Ja, ich würde sagen, einfach weiter voraus. Ja, ich meine, mehr können wir nicht tun, oder? Nee, mehr können wir nicht tun. Wir versuchen irgendwie durchzukommen. Ich meine, lass mich noch einmal kurz mich hier umschauen. Ich weiß nicht, vielleicht, ich würde vielleicht versuchen, hier Secure an Advantage zu kriegen, weil ich kann ja, wenn you secure an advantage by studying the aesthetics of a being or culture, add plus two. Vielleicht kann ich so ein bisschen halt gucken, einfach, wie haben die Gänge gebaut und quasi wie verflüchtigen die sich, irgendwie, was wirkt eher wie so ein breiter Durchgang, was wie so eine kleine Gasse und was könnte irgendwie zu sowas, zu so einem Knotenpunkt oder sowas führen. Ja, also du guckst dir das nochmal an. Genau, ja. Ne, bevor wir sozusagen mit unserer Reise weitermachen. Genau. Ne? Okay. Ja, ich hab das, ich werde das mit Wits machen. Das heißt, ich hab plus 5, ne? Also Wits plus 3 und dann plus 2 von dem von meinem Path of the Artist. Das genau. Heißt, erstmal kommt der Chat. Ach ja, stimmt. Dann. Wir brauchen den Chat, wir brauchen Würfel, wir brauchen Challenge Dice. Genau. Übrigens, ja. Ist das eigentlich mit der Musik im Hintergrund so von der Lautstärke in Ordnung? Soll sie leiser, soll sie lauter sein? Ich hätte jetzt sogar eher gesagt leiser wahrscheinlich, ne? 3, 8. 3 und 8. Norm, find's gut. Okay, dann lassen wir es. Übrigens, ne, die Musik, selbstgemacht von, Warte, da bist du. Dankeschön. Von der lieben Janet. Ja, ich war die Woche kreativ. Hatte Bock drauf. Guck mal, ein bisschen leiser sagen manche. Okay, kein Problem, mache ich. Also, warte mal, ein bisschen leiser. Eher leiser. Okay, ein bisschen leiser mache ich. Alles klar. Kein Problem, wird angepasst. So, okay, okay, okay. Ne? Also, wenn sowas ist, dann einfach ne, Bescheid geben. Genau. So. Und dann okay, 3 und 8. 3 und 8, 3 und 8. 1 Scheinkleister. Ja. Aber egal, trotzdem on a weak hit, ne? Also ich habe plus 5. Add plus 1 on your next move. Genau. Ne? So, dann. Ich glaube, es könnte dort entlang gehen. Was lässt dich das glauben? Siehst du, wie hier der Gang breiter wird? Und diese Gänge hier, die zweigen immer in regelmäßigen Abständen davon ab. Ich vermute, dass das hier ein Hauptgang ist, der vielleicht irgendwo hinführt, wo wir einen Knotenpunkt finden, wo wir vielleicht einen größeren Anhaltspunkt finden könnten. Wenn du das sagst, du bist ja scheinbar der Experte. Oh, siehst du, Sam stimmt mir zu. Ja. Einfach reden, bevor du es tust, dann kann ich Sams Aussagen bestimmen. Genau. So läuft das hier. Okay, dann ne, untersuchen wir weiter, beziehungsweise ne, machen nochmal eine Expedition. Also, ne, lieber Chat, ihr seid heute sehr gefordert. Genau. Ne, also, hallo. Genau, ja. Wir bräuchten wieder 2 Würfel. Genau. Diesmal würfelst du dann aber, ne? Kann ich gerne machen. Kein Problem, kein Problem. 5 und 6. 5 und 6, alles klar. So. Worauf würfelst du? Das sollte ich mal entscheiden, ne? Warte mal, dann halt, ich habe noch nichts gesehen. Ja, also ich werde auf meinen Witz, ne? Also so, dass... okay, also wenn du das so sagst, dann... Also ich kenne ja Schiffe. Vielleicht gibt es, kann ich das Prinzip dieser Raumfahrtschiffe irgendwie auch hier so erkennen? Und wenn du jetzt sagst, das könnte dort in die Richtung führen. So, dann wäre ich nämlich jetzt bei Witz.
4. Ja. Plus noch 1, 5, aber trotzdem. Ah ja, stimmt, 5. Dann haben wir echt einen Miss. Oh, wie viel hier. Momentum hast du? Gute Frage, ich schau drauf. 5. Und hier. Shit. Ja. Okay. So ist das, ne? Ah. Pass auf, wir machen das wirklich so. Wir kommen jetzt an einem Waypoint an. Und werden dort, ne, mit, also direkt mit etwas konfrontiert. Ja, würde ich auch sagen. Und jetzt schauen wir mal, was uns nämlich das Interior, also dieser Bereich, quasi sagt. Wie es aussieht. Ne, genau, also da was wir jetzt Schatten, ne? eigentlich vorfinden. Ja. Ne? Genau. Ein W100 oder wie viele? Ja, also. Erstmal nur einer, ne? Oder zwei zur Sicherheit? Nehmen wir mal, ja, also wir gucken mal. Okay. Ne? Wir gucken mal, wie viel wir bekommen halt hier. Ja, ja. Ne? Wie ihr würfelt, ne? Und dann entscheiden wir, ob uns das gefällt. Also ich glaube, der Fail-Emote von Sam, oh Gott. Aber die Emotes sind cool. Das ist schön, das freut mich. Hatten wir die Parrots, sehr gut, okay. Ja. So, liebe Leute, W100 bitte. 6. Echt? Du hast eine 6 gewürfelt mit einem W100? Crazy. Passiert. Passiert. Biological Growth. Okay. Das ist aber auch interessant. Was würde denn da wachsen? Also ich könnte mir schon vorstellen, dass in dem 4 und 6, wie geil, beides dass das beides gleiche. Das gleiche. Crazy, okay, ja, muss, dann das muss. Schicksal. Ja, so. Ich könnte mir vorstellen, dass wir in einen Bereich kommen, wo an den Wänden und auf dem Boden überall diese gleichen, also diese Masse liegt, mit der wir eben auch konfrontiert worden sind. Und wir sehen aber nur durch ein ganz leichtes, bläuliches Pulsieren, dass es scheinbar schläft oder dass diese Wesenheiten, die es halt hier bedecken, zu schlafen scheinen. Und trotzdem sieht man Fäden ausgehen, die zu anderen Massen rübergehen, blau leuchtende Signale, ja, so hinüber wandern, als wären diese Fäden so Art Synapsen. Ja, so als würde das, was dort schläft, miteinander kommunizieren. Lernen. Sowas in der Art. Ja, und dann kommen wir mal zu dem Peril, ne? W100. Oh Gott. Oh, ich sehe uns echt hier drauf gehen. Ah, passiert nichts. Das ist nicht die erste Ruine von Seeker. 55. Genau, 55 oder 10. Ah, was ich ganz cool fände, wäre, wenn hier tatsächlich auch die Atmosphäre sich ändern würde durch diese Wesenheiten, die vielleicht nicht nur, ne, diese Fäden miteinander spannen, sondern auch Sporen umher schießen und wir aufpassen müssen,
dass wir sie nicht einatmen. Ich hatte gedacht, dass vielleicht eher diese Stromstöße, mit denen die kommunizieren, dass wenn wir in der Nähe von so einem Strang sind, wenn da gerade sowas durchpulsiert, dass, so, dass diese Energie, die da durchzieht, dass die vielleicht für uns gefährlich werden könnte, weißt du? Dass wir uns durch den Raum bewegen müssen und dann halt eben aufpassen, dass wir nicht in die Nähe von so einem Puls kommen. Also so oder so halt vorsichtig irgendwie durch diesen Raum halt hindurchkommen. Ne? Ja. Okay. Weil wir haben ja auch dieses Theme von, diese Thematik mit dem ganzen, mit diesem Energie, mit der Energie und so weiter ja hier in diesem Vault, deswegen dachte ich, vielleicht passt das auch rein. Ja. Ich glaube, der Chat mag die Spurensache gut. Ja. Ne, weil wer weiß, vielleicht wenn es schief geht und die Sporen in uns eindringen. Dann werden wir Blue Eyes, ne? Ah, mega, mega gut. So langsam, ne? Ja. Mist, Alisa, ich glaube, wir müssen hier durch. Bist du dir sicher? Das Zeichen da hinten auf der anderen Seite erkenne ich. Ich glaube, danach könnte ich mich wieder orientieren. Aber siehst du nicht auch überall diese Masse, die eben versucht hat, irgendwie uns zu erwischen? Klar, aber ich denke, sie schläft. Also ganz vorsichtig. Okay, ganz vorsichtig. Gut, dann gehen wir mal ganz vorsichtig. Das heißt Shadow, oder? Genau, also das wäre jetzt, ich denke mal, dass das der beste Move ist mit dem Face Danger. Mm. When you attempt something risky or react to an imminent threat, envision your action and roll. Und ja, Shadow. Ich habe da auch nur eine 1. What could possibly go? Scherpen. Leute, jetzt ganz niedrig würfeln, bitte. Aber stimmt, ihr habt ja hier den neuen Stuhl, der ist richtig gemütlich. Mhm. 5. Norm hat den neuen Stuhl, nicht ich. Ja, Norm hat den Stuhl. Oh, das 6. Ist... Okay, so, dann würfel ich mal schnell. Yes. 3. Sind 4. Also bei mir ist es ein Miss. Interesting. Achso, wir würfeln unterschiedlich. Okay, gut. Gut, dann würfel ich. Ich habe auch nur plus 1. 2. Aber. Beides mal ein Miss. Uiuiui. Also, ich denke. You fail or momentarily success in undermined by a dire turn of events. Also ich könnte mir vorstellen, um jetzt ne, diese Sporengeschichte halt nochmal reinzubringen, wir durchqueren ganz vorsichtig, versuchen nichts zu berühren und trotzdem, auch wenn diese Masse scheinbar zu schlafen scheint, spürt es unsere Anwesenheit. Es spürt unsere Wärme oder vielleicht sogar auch unsere elektrischen Leitungen, ja, die durch unseren Körper fließen. Und diese Fäden nähern sich immer weiter zu uns. Und erst erwischt es Alisa, dann erwischt es Seeker. Es sind nur hauchfeine Berührungen. Es ist nicht so, dass man irgendwie stark festgehalten wird. An Sam reichen diese Fäden ebenfalls, aber lösen sich ganz schnell. Als ob ja, diese Energien, als ob hier irgendwie etwas fehlen würde. Und wir spüren plötzlich eine ein also irgendetwas, das uns stoppt. Wir stehen bleiben
wir uns irgendwie nicht mehr bewegen können und wir uns in einer Art Traum befinden, wie wenn man kurz vorm Aufwachen ist und man diese Paralyse hat. Man kann sich nicht bewegen und trotzdem sieht man Bilder vor sich. Und welches Bild sehen diese Wesen aus Seekers Vergangenheit? Mit was werden sie konfrontiert? Boah. Sie sehen quasi aus der Sicht von Seeker, wie er mit einer Frau streitet. Mhm. Und man hört keinen Ton, man sieht nur, wie die Frau ihn anschreit sie streiten sich und dann scheint Seeker was zu sagen und sie wird so ganz still, ne, so ihr Gesicht verhärtet sich und sie dreht sich um und geht aus der Tür. Und dann quasi so, dann gibt es so einen Schnitt und man sieht nur quasi so, ne, so wie halt in so einer Zwischensequenz sieht man nur so dieses plötzlich über dieses Blau und dieses Pulsieren wie aus dem Raum, wie von dieser Energiemasse. Mhm. Und dann wieder aus der Sicht von Seeker, aber diesmal ist quasi der Raum, in dem das vorher passiert ist, der ist jetzt ganz dreckig und vermüllt. Und er redet mit einer anderen Frau und sie sieht hart aus, also auch sehr, ja, sehr abenteuerlich und hat Blue Eyes. Also ist eine Blue Eyes. Es ist nicht die gleiche Frau, es ist eine andere Frau. Aber er redet mit ihr und sie lächelt ganz höhnisch, zuckt mit den Schultern und geht auch raus. Und dann quasi verschwimmt die Sicht und man sieht nur noch so in der letzten Szene, wie Seeker vor Wut gegen die Wand schlägt. Ja, bei Alisa ist es nur ein ganz kurzes Bild. Ja, so sieht sich in einem Schacht, in der, ja, in irgendeiner Raumstation, in der sie gelebt hat. Und ne, sie schaut an ihrem kleinen, zerbrechlichen Körper herunter, die Arme unglaublich dünn und knochig, nur noch Lumpen, die an ihr hängen, die verfilzten und dreckigen Haare fallen in ihr Gesicht, die Knie aufgeschürft vom ständigen Krabbeln in den Schächten und sie jagt einem kleinen Wesen hinterher und wird immer schneller und schneller und schneller und greift es sich und beißt einfach hinein, weil sie so viel Hunger hat. Sie hat einfach so viel Hunger und auf dieser Station gibt es nichts. Ja, und mit einem Ruck, ja, so öffnen sowohl Seeker als auch Alisa wieder die Augen. Ja, Sam, nee, es ist alles in Ordnung. Wir. Oh Gott, was war das? Raus, bevor es noch, was passiert. Komm. Ja, und sie hält sich auch die Hand vor den Mund und muss ein Würgegefühl unterdrücken, weil sie immer noch dieses Pelzige im Mund irgendwie spürt. Und ja, du hast recht, wir müssen hier unbedingt raus. Wir müssen hier unbedingt raus, wir müssen hier unbedingt raus. Ja. Und ich würde sagen, dass wir durch diese Erfahrung auf jeden Fall Spirit verlieren. Ja, auf jeden Fall. Ja. Genau. Na? So, jetzt hat das angepasst. Okay. Dann, also, wir gehen weiter. Also, wir haben den Ausgang schon erreicht. Mhm. Also, wir sind weitergegangen. Auch wenn wir diesen Kontakt hatten. Mit dieser Wesenheit, die
wirklich sehr unschöne Momente aus unserem Leben hervorgeholt hat. Wir müssen weiter. Ja, Sika schaut auch noch mal so zurück in den Raum, wo so ne, diese Fäden sich wieder zurückziehen, wieder in diesen Schlummerzustand. Und kommt dann mit und sagt, ja, wir müssen einen weiteren Weg finden. Ja. Okay, vorsichtig gehen wir weiter. Jetzt seid ihr wieder dran. Undertaken Expedition. Also wenn wir einen Waypoint erreichen, ist das nicht ein Stück Progress? Warte mal, hatten wir? Aber wir hatten einen Miss. Genau, ja. Okay, und gut, da war das Do Not Mark Progress. Ah, Do Not Mark. Ah, das habe ich nicht gesehen. Or arrive at a waypoint to confront an immediate hardship. Okay. Das hatten wir, genau. Okay, und ja, wir, okay. Ne, leider nein. Weil natürlich, wenn wir einen Waypoint erreichen und den auch untersuchen, dann können wir dadurch auch Progress erhalten. Ja, ja, okay. Genau. Yes. Oh je, ich glaube, die Zuschauer sind total geschockt. Yes. Sie können nicht mehr würfeln. Direkt am Anfang erstmal die Stimmung runtergezogen. Ja, aber so, ich glaube, so sieht's auch aus, während wir jetzt weitergehen. Also es ist, oh Gott, ja, Alter. Der wird heute, du hast noch nichts Niedrigeres als eine 6 gewürfelt, ne? Mhm. Hier, ne, umgedrehter 6. Das ist echt, oh, danke, Cassandra. Oh, das war lucky. Ja, wir nehmen nicht die 2-9. Ja, ja. So. Wobei, wenn wir das schaffen, obwohl, nee, wenn wir es nicht schaffen, wird blöd. Nee, ich glaube, wir wollen schnell weiter. Nur ja, also. Ja, genau. Yes. Gut, okay, also wir haben eine 9 und eine 6 und wir würfeln dann dementsprechend und Achso, du hast auch schon eine 5. Ja, okay, gut. Trotzdem. Ah ja. Ich hatte eben, magst du vielleicht jetzt? Yes, ich kann. Okay, super. Ja, wieder mit Wits. Mhm. Aber ich glaube, diesmal gehen wir auf jeden Fall langsam voran. Ne? Also jetzt auch, wo Sika sich wieder orientieren kann. Ja, total. Kann, aber total. Auf jeden Fall ist es jetzt still. Und man hört nur so unsere Schritte durch den Gang hallen. Genau. 5 plus 3 sind 8. Nice. Also haben wir zumindest einen Weak Hit. Yes. Ne? Genau. Und dann markieren wir auch Progress. Das ist dann einer. Jo. Jetzt fängt er an. Und jetzt, ja. Hallo, Satario. Also entweder ne, bekommen wir nochmal Suffer, also wir erleiden wieder etwas. Ich meine, es kann ja sein, dass diese Erfahrung uns so mitnimmt, dass wir dementsprechend halt wirklich an Spirit weiter verlieren. Würde ich sogar sagen. Ne? Aber können dann dementsprechend nochmal, also 2 insgesamt diesmal. Und wir können aber einen Progress markieren. Würfel gar nicht mehr. Nein, Wotchi, wir brauchen deine Würfel. Ja, stopp. Und natürlich auch von allen anderen, ne? Natürlich. Das ist ein interaktiver Stream. Ja. Ihr könnt uns dabei zuschauen, wie wir leiden. Ja. Okay, 11. Hallo, Satariel. Schön, dass du da bist. So. Okay. Na, dann geht es dementsprechend. Ja, aber neue Waypoint. Also genau, wir sind an einem neuen Waypoint. Envision the location and mark progress per rank. Und wir sind ja jetzt in dem Interior und da können wir uns dementsprechend auch an dieser schönen Tabelle nochmal orientieren. Na? So, genau. Ich lasse euch mal ganz kurz mit dem Erwin allein. Ich bin sofort wieder da. Genau, ja. Wir können ja schon mal in der Zeit ein bisschen über Schnetti lästern. Hey! Nee, aber wir können ja schon mal ein bisschen zusammen den Waypoint auskleiden. Also gerne W100 in den Chat, ja. Und spammt mal ein bisschen den Sam-Bot, den Sam-Emote, ja. Wir wollen mal ein paar Herzchen im Chat. Und ein paar Subs auch, ne? Und Follow nicht vergessen. Hier, Twitch Prime, ne? Wollte ich schon. Like und subscribe. So, jetzt habe ich das alles mal gesagt. Was ich schon mal sagen wollte. Ich fühle mich wie ein richtig professioneller Streamer. So, 15. Oh, schon wieder der. Aha, Klinging Mist.
Yes, Billy, sehr gut. Aber ich finde Breached or Ruptured Area. Das kann man aber eigentlich gut verbinden, oder? Was haltet ihr davon, wenn wir, wenn wir sagen, da ist irgendwie in dem Bereich was kaputt gegangen? Dauerwerbesendung. Danke. Ja. Hier, ne? YouTube-Kanal gibt's auch. Couch Session RPG. So. Discord nicht vergessen. So. Das war aber auch, glaube ich. Okay, ich bin wieder da. Merch. Hier, seht ihr? Okay, was für Zahlen hatten wir? 9 und 15. 9 und 15. Das sind Clinging Mist und Breached or Ruptured Area. Und ich finde, da könnte man eigentlich ganz gut sagen, vielleicht, dass irgendwie in dem Bereich was kaputt gegangen ist. Mhm. Durch, ne, vielleicht ist es irgendwie Eis oder so. Also die Kälte hat da was, so dass langsam die Struktur da zerstört. Mhm. Und dass da vielleicht halt irgendwie so ein Kühlgerät ist kaputt gegangen oder sowas. Und dadurch dann halt Nebel auch noch. Also sowieso schon schwer begehbares Terrain, aber jetzt auch noch dieser Nebel halt alles noch schwerer passierbar macht. Ja, oder aber durch die, durch diese Zerstörung, ne, dementsprechend die Kälte von außen kommt, sie halt hier an diesem Ort kondensiert, weil es halt hier echt noch etwas, etwas wärmer ist, ja, dadurch halt dann auch der Dampf aufsteigt. Gute Idee. Ja, ne, also das ist so das, was wir sehen. So. Genau. Genau. Ich glaube, das glitzert auch noch so. Ist hier noch das Licht an in dem Raum? Nee, wahrscheinlich nicht mehr, ne? Also, ich würde schon sagen, dass so grundsätzlich auf dem ganzen Schiff, ne, oder das müssen wir noch auf dieser ganzen Struktur, dass immer wieder Lichtbereiche vorhanden sind, die aber sehr, sehr schwach sind, weil wir ja auch die Vermutung hatten, dass die Energie hier nicht auf einem sehr hohen Level ist. Hm. Na. Ja, wir hatten wir nicht auch als Progress-Punkt gesagt, dass wir die Primärenergie wieder anschalten wollen? Vielleicht. Genau, richtig. Ja. Vielleicht können wir uns. Ja, aber wir müssen halt erstmal hier über diesen Schutt halt irgendwie, also über diesen zerstörten Bereich müssen wir halt hier irgendwie drüber kommen. Aber ich glaube, dahinter irgendwo sollte entweder ein Wegweiser sein, zumindest ein Wegweiser, wenn nicht sogar der Raum, den wir suchen. Ich meine, für die Primärenergie. Wie schon gesagt, also wenn du das sagst, also ich finde hier irgendwie, also ich kann mich hier gar nicht orientieren. Ja, aber schau mal, siehst du da hinten die Stelle, wo das Kabel aus der Wand rausguckt? Hier sind die viel dicker als am Anfang, als wir an den kaputten Stellen vorbeigegangen sind mit den ganzen Energy Surges, die da rauskamen. Also ich vermute, wir sind auf jeden Fall auf dem richtigen Weg. Ja, Sam bestätigt das. Sam, kannst du vielleicht mal die Energiesignaturen anfangen zu lesen, um zu schauen, wo sie vielleicht am stärksten sind? Gute Idee. Sam ist richtig nützlich. Ein bisschen guter Bot. Oh, danke. Ja, ne, und wir bewegen uns jetzt langsam, ne, oder beziehungsweise Alisa würde jetzt versuchen, über diese heruntergekommene Struktur langsam drüber zu steigen. Sam fliegt, ne, einfach drüber, gar kein Problem, weicht halt aus. Naja, wir sehen halt schlecht. Ja, wir müssen da echt aufpassen. Ja, richtig. Ja. Wahrscheinlich wieder Edge, oder? Also Face Danger? Also würfeln wir drauf? Oder wir sagen, wir schaffen es halt einfach. Und ja, man muss ja nicht auf alles würfeln. Man muss nicht auf alles würfeln. Wir können es auch einfach beschreiben. Genau. Ja, so. Also. Dass wir halt sagen, dass wir da vorsichtig drüber steigen und dann auch eher in den nächsten Bereich halt hineinkommen. Ja, gut. Ja. Ja, also Seeker geht auf jeden Fall voran, aber der sieht auch zu, dass du hinterherkommst und hilft dir dann auch manchmal, zieht dich hoch und ja, ich bin gar nicht daran gewöhnt, sowas zu zweit zu machen. Normalerweise bin ich immer allein unterwegs bei solchen Geschichten. Hast du schon viele Ruinen untersucht? Mhm, schon einige.
Ich habe aus einem Hobby meinen Beruf gemacht. Wie Hobby? Ich meine, das ist ja das nackte Überleben hier im Forge. Da wo ich herkomme, gibt es alte Ruinen, die aber nicht ganz so gefährlich sind wie das hier. Wo kommst du denn her? Vom Planeten Assebrück. Mhm. Ich muss ja da hingucken. Habe ich noch nichts von gehört. Ist ein schöner Planet. Es ist ziemlich friedlich dort für die Forge-Verhältnisse. Wir legen viel Wert auf Kleidung, weil die Winter und Sommer sich sehr stark und schnell abwechseln und dementsprechend viele Kleidungswechsel stattfinden. Und ich war mal Schneider. Schneider? Ich habe mal sehr schöne Kleidungsstücke gemacht. Und dadurch, dass du dann auf einmal die Ruinen erforscht hast, bist du dann dabei geblieben? Das hatte andere Gründe. Oh, pass auf, nicht runterfallen. Warte, ich helfe dir. Und danach würde er. Ist okay, ich bin schon über Schlimmeres gekrabbelt. Ja. Aber ich stelle mir vor, das ist so das erste Mal, dass wir jetzt gesprochen haben, seit dem Ding mit dem. Mit den Fäden, mit den Erinnerungen. Schneider, genau, ja. Ja, und wo jetzt lang? Ich meine... Schau mal hier. Da ist noch ein... Da ist mehr Energie, oder, Sam? Also, weil da ist noch Licht. Also, ich meine, es wird immer heller hier, oder? Also scheint hier noch irgendwie Licht in der Nähe zu sein. Ja, ich denke, ja, und er fliegt schon in diese Richtung halt hinüber. Ja. Genau, dann machen wir nochmal ein Undertaken Expedition, um zu schauen, wo wir denn rauskommen. Ja, Billy, richtig, Schneider. Also, Kleidung nähen und so. Wir brauchen Würfel. Wo kommst du her? Ich komme von einer Station, die sich ziemlich weit außerhalb befindet. Also nichts Nennenswertes. Okay. Aber ich jetzt eine Zeit lang war ich auf einem Schiff der Adrastea und es ist verschwunden. Oh. Und ein paar Leute von der Adrastea sollen sich hier befinden. Oder zumindest weiß ich es von einer Person. Ach, das war das mit den Kapseln, oder? Meinst du das? Mhm. Naja, ich meine, hoffentlich findest du sie, wenn wir erstmal hier raus sind, ne? Ja, ich hoffe. Ich hoffe. Ja, wir hatten 4 und 10, ne? Ja, ich wollte gerade sagen, also gesehen, was die gewürfelt haben, Grüße gehen raus. Danke. An Botja, der endlich mal eine 4 gewürfelt hat, niedriger als 5, sehr gut. So, dann mach ich mal. Du warst eben, glaube ich, ne? Ja. Ach du meine Güte, ich schmeiß den Würfel weg, ja. Ich schmeiß ihn einfach weg. Achso, die meinten, der Delay wäre auch irgendwie krass. Ja, aber ich glaube, da können wir nicht viel machen. Ne? Nein, da können wir nichts machen. Alles gut. Miss, ne? Miss. Ja, also ich kann da drauf starren, wie ich will. Ich meine, du hast ein Momentum, ne? 5. Ach so. Ja, du könntest zumindest die 4 damit catchen. Dann wäre es ja ein Weak Hit, wenn ich es richtig im Kopf habe, ne? Ja, richtig. Also es muss drüber liegen. Ich mach das. Entschuldigung fürs Scrollen. Ich mach das jetzt auch. Ich gebe das aus und dann haben wir ein Weak Hit.
So, dann falle ich auf 1 zurück, aber dafür haben wir ja dieses Momentum. Genau, die plus 1, normalerweise hat man ja den Reset auf plus 2, aber Alicia ist ja ein Voidborn, ne? Das heißt, die fühlt sich unwohl auf Planeten mit Gravitation und hier ist ja eigentlich müsste sie sich noch unwohler fühlen, weil ja die Gravitation noch stärker ist, ne? Ja, deswegen ist es auch so, dass deswegen haben wir auch so viel Pech die ganze Zeit. Nee, dass wenn sie sagt, nee, du, ich bin halt schon durch Schlimmeres gekrabbelt, dass du aber auch merkst, dass sie auch Hilfe braucht, weil sie sich ganz, ganz, also nicht gut irgendwie bewegen kann. Ne? Ja. So durch, also auch nicht fortbewegen kann. Also so ein bisschen Zeitlupe-mäßig, ja, so als würde irgendwas an ihr ziehen. Mhm. Ja. Ja, so langsam macht sich wahrscheinlich auch die Erschöpfung so bemerkbar, ne? Ja, auf jeden Fall. Ja, vielleicht auf müssen wir eine Pause einlegen. Aber ja, WeKid. Genau, dafür, also wir markieren auch wieder Progress. Yes. Na, das ist dann schon mal ganz schön. Entschuldigung. So, dann wären wir bei. Ich hole mir übrigens auch immer Chips, wenn ich hier zuschaue. Das ist für mich so ein. Auch so, ne? So 20.15 Uhr ist schon so ein Blockbuster-Event, ne? Muss man auch mal sagen. So, dann bräuchten wir theoretisch dann nur noch 2, ne? Und eben haben wir den Suffer-Move genommen. Dann nehmen wir jetzt Face Apparel at the Waypoint, Envision what you encounter. Und dann kommen wir hier nämlich wieder zu dem. Aber also da würde ich ja auf jeden Fall sagen, wir sollten bedenken, dass das jetzt irgendwie der Energieraum sein sollte, ne? Irgendwie Generatoren oder sonst irgendwas, weißt du? Also das. Oder? Ach ja, stimmt. Wir müssen erstmal gucken, was ist das eigentlich für ein. Genau. Also, dass wir das vielleicht irgendwie mit bedenken, wenn wir jetzt hier die W100 bitte. Wenn wir das jetzt hier bauen, dass wir sagen. Okay, weil irgendwie wollen wir ja die Energie wieder anmachen. 76. Bisschen runter. Unintelligible recorded message. Oh. Oh, nice. Gefundenes Fressen für Sieger. Ja, aber das passt ja. Vielleicht ist das so. Genau. Ne, also ich stelle mir auf jeden Fall vor, dass wir in einen Raum kommen. Und hier ist, es wird immer heller, ne? Also wir, ne, überall, das Licht fängt immer besser an zu funktionieren und wird immer heller, ne? Überall, ne? Vielleicht für die, um nochmal, zur Erinnerung, überall sind ja diese Wände aus diesem kristallinen, gläsernen Energiemischmasch, ne? Und dahinter pulsiert so das Licht. Und das, jetzt hört das auf so zu pulsieren, sondern ist so ein stetiges Leuchten, würde ich sagen, wenn wir da auf diesen Raum zukommen. Und in der Mitte des Raums, würde ich sagen, schwebt so eine Kugel ähnlich der, mit der wir reingekommen sind. Also so ähnliches Design. Jetzt nicht von der gleichen Größe, aber da schwebt vielleicht so ein Ball irgendwie in der Mitte und flackert, phased out oder sowas. Ja, das finde ich ganz gut. Also im Grunde, ne, vielleicht so ein Ball, der immer wieder zu der Peril kommt gleich erst. Wenn, ne, indem er ne, so an die Wände ne, heranfliegt, dort für einen kleinen Moment verbleibt, man dann das Flackern ne, sieht, ne, er sich halt dreht, als würde er irgendetwas verrechnen, irgendwelche Zeichen erscheinen, nur um dann wieder zu einer anderen Wand zu fliegen, um vielleicht diese Informationen irgendwie weiterzugeben. Ja, so. Cool. Und also so ein Verrechnungsraum. Und der Ball ist quasi der Messenger halt irgendwie davon. Ja. Na? Ah, und wir wissen nicht, was für eine Message der da gerade. Genau. Ah. Richtig. Ja. Sehr cool. So, und das Peril, ne, weil das ist ja der Raum, in dem wir uns befinden. Und der Peril wäre jetzt ein W100, bitte. Ich glaube, ich hole mal kurz meine Würfel, damit ich markieren kann. Alles gut. So, 64. Das wäre, Radioactive Hotspot. Boah. 79 wäre Signs of Lurking Foe.
So. Jetzt ist natürlich so die Frage, also entweder ist es so, dass gerade in diesem Energieraum sich diese Erwin raschel. Dass in diesem Energieraum, in diesem oder in diesem Nachrichtenraum, in diesem Verrechnungsraum, wir halt merken, wie plötzlich unsere Haut anfängt zu brennen. Ne? Und Alisa schaut erschrocken zu Sika, dessen Gesicht ja aber sich unter einer Maske befindet. Sika, was? Du bist total rot. Ich raus hier. Erstmal. Aber sicher, dass das nicht irgendwie für uns nützlich sein könnte? Ich. Vielleicht. Okay, dann müssen wir irgendwie die Signatur verändern. Oh, Sam hat Strahlung irgendwie entdeckt. Scheiße. Kommt es von dem Ball? Okay, dann müssen wir da versuchen, das zu ändern. Okay. Wir müssen versuchen, das. Also, ich meine, vielleicht ist es wichtig für uns. Ja, so, Sam, versuch irgendwas rauszufinden. Ja, so, klemm dich mal an die Systeme dran. Macht dir denn irgendwie die Strahlung etwas? Okay, nur leicht. Gut, in Ordnung. Dann, dann würde ich mal sagen, exploren wir mal diesen Waypoint, um auch herauszufinden, was denn eigentlich mit dieser Nachricht ist. Roll plus Wits. Genau. Mehr instead make it as- Ja, ich würde sagen, wahrscheinlich versucht, Sam hackt sich da rein. Genau. Euer Sam hat auch den Ultra-Codex in sich drin, in Wirklichkeit. Ja, wer weiß, ne? Er ist ja auch so eine Kugel. Yes, who knows? Genau, also, wir würden dann also hier ist es mit Wits, hier ist es. Nee, wir machen das mit dem Wits. Mhm. Ne, so, weil da können wir ja auch dann dementsprechend Progress halt markieren. Ne? Und Sam hilft dann letztlich dabei. Okay, gut. Okay, 2W10 bitte. Yes. Ich würde sagen, du. Kann ich machen. Hä? Yep, kann ich machen. Gut, ist ja dein Roboter. Aber bitte keine Einsen mehr. Nee, die Eins, die war von eben. Ich weiß, aber bitte kein. I try. Würfel sagt 8. Oh, Erwin sagt 9. Acht, boah. Okay, on a weak hit, you're discovered by this bound up in a parallel recent ominous aspect. Billy, trotzdem danke für deine Würfel. Du unterstützt den Stream. Genauso wie ihr anderen auch den Stream unterstützen könnt, ja? Vergesst nicht zu liken, zu subscriben. Sorry. Erstmal würfeln. Ja, das ist eben jetzt hier wichtig. Die Story muss weitergehen. Yes. Ja. Haltet mich davon ab, noch mehr Werbung zu machen. Genau. Ey, sehr gut, danke. Ey, sehr gut. So, dann sind wir bei einer 6 und dann wir bei einem Weak Hit. You uncover something interesting, but it's bound up in a peril or reveals an ominous aspects of this place. Envision what you encounter, then take plus one momentum. Ich habe tatsächlich auch eine Idee dazu. Sehr gut. Und zwar, was ich halt hier so ein bisschen, also wenn Sam die Daten als holographische Bilder so für uns plottet und
ich sie versuche irgendwie in die richtige Ordnung halt zu bekommen. Sika, das ist tatsächlich eine Sternenkarte. Und siehst du diese einzelnen Knoten? Ja. Sika macht schon fleißig Fotos. Da scheinen irgendwelche Verbindungsknoten zu sein. Als würde man, ne, und sie pinkt halt mal so drauf, als würde man von diesem Knoten zu dem nächsten fliegen können. Und zu dem nächsten und zu dem nächsten. Weißt du, was das bedeutet? Schnellere Reise durchs Weltall. Durchs Forge. Das ist unglaublich. Das. Sam, verschlüssel die Daten. Ja, wir müssen hier raus. Scheiße. Okay. Ja, und ne, wir passieren diesen Raum. Yes. Gehen raus. Und laufen weiter. Also, müssen. Das können wir erst machen. Nein, die sind kodiert. Nee. Ja. Und Sieg hat auf jeden Fall Fotos gemacht. Sam, kannst du die... Sam, du hast doch bestimmt einen USB-Anschluss. Kannst du die hier an mein Gadget dran tun und dann die Daten drüber ziehen? Ja, also Sam, ne, so... wenn wir draußen sind, überträgt er die. Okay, gut. Und du bemerkst, dass sie nicht mehr auf deinem Gerät sind. Nicht mehr auf meinem Gerät? Er hat sie nicht rüber kopiert, er hat sie cut and paste gemacht. Shit. Was war das denn? Ja, jetzt darfst du es ja. Ja, also es ist klar, dass diese Informationen dürfen nicht in gefährliche Hände rein. Sie dürfen nicht in die Hände deiner Auftraggeber. Du meinst diese Hidden Knights? Diese Hidden Knights. Er hat dafür gesorgt, dass sie erst einmal unter Verschluss sind. Gehen wir erstmal weiter. Ich brauche eine Pause. Und ich glaube, du auch. Meine ganze Haut brennt wie verrückt. Sam, sag mal, wie ist denn das mit der Atmosphäre hier? Können wir diese Masken endlich irgendwie abnehmen? Okay, immer noch nicht. Vielleicht, wenn wir die Primärenergie aktivieren. Und jetzt merkst du, Sika redet jetzt komplett ohne Emotionen, ne? So in der Stimme. Wenn wir die Primärenergie aktivieren, dürfte vermutlich auch das Sicherungssystem irgendwie wieder aktiviert werden. Vielleicht können wir einstellen, dass die Atmosphäre dann für uns hospitabel wird. Hospitabel? Hospitabel. Das ist aber ein sehr komplizierter Begriff. Hospitabel. Hast du ihn verstanden? Soll ich ihn erklären? Ich habe ihn schon sehr wohl verstanden. Sehr gut. Dann können wir ja weiter. Ich dachte, du wolltest eine Pause machen. An der sicheren Stelle. Gut, dann gehen wir weiter und hoffen, eine sichere Stelle zu finden. Yes, please. Okay. Ja, Reibungen entstehen. Interessante Reibungen. Und soll ich mal was sagen? Es ist nur Billy schuld. Billy ist für vieles schuld, merke ich. Ne? Aber auf sehr, sehr schöne Art und Weise. Sehr, sehr schöne Art. Mhm. Okay. Yes. Ja, wir brauchen jetzt nochmal einen W100. 2W10. Entschuldigung, genau. 2W10. Seeker übernimmt jetzt auch die Führung. Ne? Der geht einfach voran. Und man merkt, dass Alisa halt so langsam kaum irgendwie mitkommt. Ja, also und Sam so immer zwischen
zwischen Seeker und Alisa hin und her fliegt. Oh, und ja, genau. So, diesmal würfelst du, ne? Yes, Wits. Mhm. Ich suche nach einer passenden Stelle zum Ausruhen. Mhm. Yes, strong hit. Finally. So, dann haben wir find an opportunity, envision a favorable insight, situation, resource or encounter, then take plus two momentum oder gain progress. Also ich würde sagen, also find opportunity, ne? Weil wir versuchen gerade nicht progress zu machen, sondern halt, also weißt du, das mit dem plus zwei Momentum, das gibt uns ja, also storytechnisch, oder wir sagen halt, dass wir uns ausruhen und Kräfte sammeln fürs Weitermachen, kann man ja auch als Progress ansehen, ne? Ja, ja, wobei das eher schon in das erste halt reinfällt. Ne? Ja. Also ich meine, das war dein Wurf. Du kannst entscheiden, was es halt ist. Ne? Ja, dann wollte ich Opportunity nehmen. Genau, ne? Dann markierst du für dich zwei Momente. Ja, ich bin schon voll. Deswegen würde ich sagen, weil wir uns ja auch gemeinsam aussuchen, vielleicht, also wenn der Chat nichts dagegen hat, ne? Aber dass du vielleicht du die zwei Momente nimmst. Nee, eigentlich ist das für die Person, okay, die das würfelt. Ne? Ich bin schon voll damit. Genau. Ja, dann geht's leider verloren. So, was finden wir denn hier für eine Möglichkeit zu rasten? Ich meine, bisher hatten wir ja in diesem Precursor Vault hatten wir ja noch keine so richtigen Anzeichen von irgendwie, wie haben die Wesen, die das hier geschaffen haben, eigentlich gelebt. Ne? Also es gab keine irgendwie so Betten oder sowas oder irgendwelche Zimmer oder Kantinen oder sowas. Deswegen würde ich vielleicht sagen, wir kommen in einen Raum, wo halt auch quasi zuerst denken wir, da sind wieder so Kugeln wie gerade eben in diesem Raum mit der Strahlung, aber die bewegen sich nicht. Und quasi Sam analysiert die kurz und kann dann erkennen, dass es quasi, sondern quasi, wenn man auf einen Punkt drückt, dann verändern die so ihre Form und die schweben und so weiter und werden dann plötzlich zu so einer schwebenden Couch oder zu so einem schwebenden Sessel und so. Also halt so, wie wir uns die Form anpassen wollen. Vielleicht genau, haben die ja in unseren Erinnerungen halt mehr gesehen. Ja, so, und passen halt dementsprechend diese Masse auch an unsere Erinnerungen an. Und das, was für Seeker vielleicht irgendwie ein komfortables Bett ist, ja, so ist für Sam eine Ladestation, zu der er schnell hinfliegt, ja, so, um sozusagen aufzuladen. Und für Alisa ist es einfach nur eine Bank, ja, auf die sie sich halt niederlässt. Oder aber mit so geringerer Schwerkraft vielleicht so ein bisschen. Ja, die so ein bisschen über den Boden halt ganz leicht hovert. Ja. Ne? Genau. Ja, Seeker legt sich auf jeden Fall hin. Du willst dich jetzt wirklich hier hinlegen? Ich meine, ich brauche gerade eine Minute. Okay. So, und also aber quasi als er es sagt, merkt man, er meint eigentlich dich. Ne? Also so, das ist so dieses, ich brauche eine Minute, also weißt du, ich brauche eine Pause, weißt du, damit du dich nicht irgendwie schlecht fühlen musst, mal so ein bisschen zu verschnaufen. Ja, es ist... Ich finde es erstaunlich, dass ihr Landbewohner euch so zügig bewegen könnt. Ja, als die Schwerkraft hier noch stärker wurde, hat mich das sehr an meinen Heimatplaneten erinnert. Ich habe mich fast wie zu Hause gefühlt. Sag mal, wie sind die Hinnites eigentlich auf dich aufmerksam geworden? Ich habe mir einen Ruf gemacht als unabhängiger Archäologe, Erkunder von Ruinen. Und dass ich den Mund halte, hat wohl ziemlich dazu beigetragen. Und dass ich so ziemlich jeden Auftrag annehme, der mich weit durchs Weltall bringt, durchs Fort springt.
Ich bin immer auf dem. Ich bin immer unterwegs, immer auf der Suche. Das Gefühl kenne ich. Sehr gut sogar. Warum vertraust du diesen Hidden Nerds nicht? Weil sie nun, ich habe Hinweise darauf gefunden, dass sie wohl versuchen, mit aller Macht einen Krieg zu führen gegen ein Imperium. Und Kriege sind nie gut im Forge. Dem kann ich nur zustimmen. Und ich habe das Gefühl, dass sie... Also... Sie suchen sich das Wissen, was sie erlangen wollen, sehr, sehr genau aus. Und ich habe das Gefühl, dass die Verluste, die dabei entstehen, ihnen so ziemlich egal sind. Zumindest habe ich das live auf einem Schiff erlebt. Ich kann mich irren. Ich kann mich irren. Aber sie waren nicht gerade die hilfreichsten, als ich versucht habe, ein Schiff zu verlassen, das voller Insektoide gewesen ist. Sie hatten unglaublich, oder findest du es nicht auch verwunderlich, dass sie unglaublich moderne Technologie besitzen, die sehr fortgeschritten ist. Woher haben sie die? Ich meine, du hast mein Skiff ja gesehen. Ich glaub dir. Ich denke nicht, dass du dich irrst. Das, was ich mitbekommen habe von den Leuten, mit denen ich meinen diesen Vertrag ausgehandelt habe, passt schon gut zu der Beschreibung, die du gegeben hast. Gibt es noch Leute hier auf diesem Planeten? Deine Auftraggeber? Du hast gesagt, sie sind alle umgekommen, aber gibt es noch jemanden von ihnen? Ein paar haben den Absturz der Orbitalstation überlebt. Soweit ich weiß, ich war einmal kurz noch da, als ich nochmal ein bisschen das Skiff auffüllen musste. Aber ich habe keinen Kontakt mit denen. Aber wie hast du es bisher hier überlebt? Ich meine, hier ist nichts. Naja, nach dem Absturz der Orbitalstation, den ich mit ein bisschen Glück und ein bisschen... Sagen wir es mal so, meine Auftraggeber haben nicht ohne Grund den Absturz nicht überlebt. Okay. Ich habe überlebt, weil sie... Ich habe mich in einen Raum eingeschlossen und ich habe mich in eine Schleuse eingeschlossen, deren Gravitation angemacht und sie halt draußen gelassen. Und als der Aufprall kam, sind sie hart aufgeprallt und ich nicht. Und dann habe ich mich mit allem aus dem Staub gemacht, was ich finden konnte, ist in das Skiff gepackt und bin abgezischt. Ich bin nur noch einmal zurück zu dieser bedürftigen Unterkunft, die paar Überlebenden da... Und die haben dich nicht direkt umgebracht? Für das, was du getan hast? Naja, die haben mich nicht gesehen. Ach, es gab keine Zeugen. Ich habe sie nicht, nein. Wir beide, du merkst, ich bin genauso wenig ein Kämpfer wie du, aber... Ja, aber du scheinst ja alles dafür zu geben, um irgendwie zu überleben, oder? In dieser Hinsicht schon, ja.
Ich habe ihnen ein paar Vorräte gestohlen und bin weiter. Ja, Sam, ich weiß, dass wir auch so etwas Vergleichbares schon mal getan haben. Aber der Deal mit den Hidden Knights besteht nicht mehr. Und ich schulde ihnen nichts. Ich bin ihnen nicht loyal oder ähnliches. Und ich würde mich wirklich sehr freuen darüber, wenn du mir die Daten von diesen Sternkarten geben würdest. Weil ich... Es würde mir sehr helfen, schneller reisen zu können. Es würde allen helfen, schneller reisen zu können. Natürlich. Ich würde es... Wenn ich dir einen eisernen Schuh leiste, dass ich es für mich behalte. Auf deine Klinge? Auf meine Klinge. Dann tu es. Sika setzt sich auf. Hebt die Klinge, seine Machete hoch, hält die Hand da dran und schwört auf meine Klinge, auf Eisen schwöre ich, dass ich niemandem von diesem Wissen erzählen werde, das wir hier entdeckt haben, außer mit deiner Zustimmung. Ja, und die Runen auf deiner Klinge leuchten plötzlich auf. Man könnte meinen, dass auch in deinen Augen ein kurzes blaues Leuchten zu sehen ist. Und mit einem leichten zischenden Geräusch, meine Güte, scheint der Schwur besiegelt zu sein. Es brennt immer so. Ja, du kannst ihm die Daten jetzt wieder zurückgeben. Danke. USB. Ich liebe diesen Gag. Ich lebe dafür, dass USB bis... Ich finde eher, dass das wie so ein Infrarotkabel halt irgendwie sein sollte. Weißt du noch, diese alten, ne? So, diese, so eine Diskette? Na, ach. Nicht so alt. Ja. Aber ja. Wir sollten weitergehen. Ja. Ich bin jetzt wieder ausgeruht. Ja, ich auch. Mir geht's gut. Mir geht's gut. Sehr schön. Ja, ne, und dann würden sie sich dann weiter auf den Weg machen. Ne? Genau. Ah, ist so schön, wie man dann doch irgendwie noch so eine Unterhaltung irgendwie, ne, so mitten in diesem Precursor wurde noch hin. Ne, so. Yes. Guckt in den Chat. Skandalös. Wieso denn skandalös? Achso, dass wir nicht reingucken, dass das mit dem Schuhe, also wir haben mitbekommen, dass da Leute skeptisch sind. Aber das mit dem Schuhe eine Verbindung. Das verstehe ich irgendwie nicht so richtig vom Sinn her. Dass jetzt Seeker eine Verbindung mit dem Vault kriegt, oder was? Das passiert in dem Moment des Schwurs. Dass ich eine Verbindung mit dem Vault aufbaue. Ich hatte das eher so verstanden, dass etwas von dem, also jetzt für mich, warum ich die Beschreibung gemacht habe, dass etwas von dem Vault halt irgendwie bei dir zurückbleibt. Von der Erfahrung, die wir halt eben gemacht haben. Und auch deiner Idee, das mit dem Blue Eyes. Ne? Ach so. Und ich habe auch schon voll die Idee, wie das in späteren Episoden... Na, ich erzähle mal nichts. Yeah. Okay, wir spielen das Long Game. Okay, ja. Also, es geht weiter mit der Reise und wir machen einen Explore Away Point, ne, in dem wir uns weiter bewegen. Genau, wir brauchen 2 W10, bitte. Foreshadowing? 0. Also dann eine 10 oder was?
Ist das jetzt eine 10? Also eine 0 ist eine 10, ne? Stabilo. Oh, Gott, seriously. Alter. Oh Gott. Leute, wir müssen vorankommen. Boah. Okay, dann würde ich aber sagen, also Seeker merkt immer noch, also klar, es geht dir besser, aber er würde trotzdem die Führung übernehmen. Mhm. So ein bisschen, weil der ist jetzt auch, also wir müssen endlich mal die Gerätschaft anschaffen, anmachen. Und genau, und dann würde er aber quasi wieder vielleicht halt Gather Information. Was bringt nochmal Gather Information? Oder machen wir dann lieber Secure Advantage? Damit kannst du, ne, also natürlich diesen Ort nochmal ein bisschen näher untersuchen. Mhm. Ne, so etwas untersuchen, Hinweise bekommen. Das wäre halt eher, wenn wir jetzt wenn wir erst den Raum halt irgendwie einen weiteren betreten haben. Hi, Raldana, schön, dass du da bist. Hallo. ja, okay, dann würde ich aber quasi wieder Secure and Advantage machen. Mit Wits. Und quasi wieder halt Studying, die Aesthetics. Quasi, ja. Weil jetzt, ne, wir kennen uns jetzt, also, ne, Seeker kennt jetzt immer mehr von diesen Gebäuden so, oder von dem Vault, ne, erinnert sich daran, okay, so und so sahen bestimmte Dinge aus. Mhm. Und wir versuchen jetzt quasi, sich wieder daran zu orientieren. Ja. Das heißt, plus 5 habe ich jetzt für das Secure Advantage. Mhm. Die haben ja eine 8 und eine 10, ne? Mhm. On a miss, you fail, your assumptions betray, you pay the price. Alter Schwede. Mhm. Fall, halt, Augenblicke. Momentum. Ja, eben. Ja. Ich verballer meine 10 Momentum. Ja, und dann hast du einen Weak Hit, genau. Ja. Add plus 1 on your next move. Okay, und dann machen wir Undertake an Expedition. Mhm. Und das ja dann quasi wieder ich, ne? Weil ich genau, ja, richtig. Und schau wieder mit Stay Vigilant. Mhm. Plus Witz, also plus 4 diesmal. Und jetzt bräuchten wir wieder, genau, von euch 2W10. Genau. Ey, ist echt krass, ne? Wenn die Würfe nicht wollen, wie das Spiel sich dann auch zerren kann, ne? Ja, beziehungsweise wir haben ja extrem viel, also das Schöne ist ja, dass also ja, es zieht sich, klar, ist, ne, das ist ein Fakt, aber wir haben so interessante Dinge dadurch, ja, ne, so erlebt und herausgefunden und das ist ja, also das ist das Hervorragende, ja, auch grundsätzlich an PBTA-Systemen. Ja, ja. Dadurch baut sich ja die Geschichte auf. Richtig. Eine 8, wir brauchen noch einen Würfel. Genau, noch einen Würfel. Los, Raldana, Würfel. Vielleicht haben die schon gewürfelt und der Delay ist einfach nur so. Ja, warte mal, ich kann gucken. So. 3. 3. Sehr gut. Gut. Danke. So, plus 4. 6. 6. Also ein Weak Hit. Genau. Dann machen wir, also wir markieren einen. Ah, danke. Progress. Druck, ja. Ja, ich, also, ne, das macht halt das Spiel aus, ne? Also, so entsteht die Geschichte, ne? So bauen sich die Plotpoints auf und wird Roleplay herausgefordert, ne? Mhm. So, Weak Hit, Progress, Make a Suffer Move or Face Peril. Ich würde nur sagen Suffer Move, oder? Ja, ja, würde ich auch sagen. Also, dass wahrscheinlich diese, also, wir haben uns zwar ausgeruht, aber Es zerrt an unseren Kräften. Unsere Haut juckt, ja, so von dieser Strahlung, die wir erfahren haben. Mhm. Der Atem geht immer schwerer. Also eigentlich müssten wir den Sauerstoff irgendwie wieder am Schiff auffüllen. Also es ist unglaublich anstrengend. Minus 2. Okay. Minus 2. Ja. Ich hätte vielleicht gesagt, Oder 1-1. Ich hätte gesagt, vielleicht ein Health, ein Supply, weil quasi Ding, das ist gut. Ich habe Seeker hat dann holt dann so eine Tube raus und quasi sagt ihr aber wirklich nur ganz bisschen. Das fährt dein System wieder hoch. Was ist das? Willst du eigentlich nicht wissen. Und er macht dir so eine ganz kleine, also wirklich so, er drückt so minimal drauf und auf so eine
und auf so eine ganz dünne Messerspitze. Nee, das so, muss wenn in den Schlauch rein. Stimmt auch wieder, ne? Na, Masken. Hey. Gut, also er tut es erstmal in seinen Schlauch rein so und zeigt dir, dass das funktioniert so und dann quasi ein Supply und ein Health. Und er macht so, oh Gott, ist das scharf. Und hält dir das dann auch hin. Du hast so kurz gesehen, dass so eine grün-rote Paste kommt da so raus, irgendwie so, auch so durchsichtig glibberig. Ja, also Alisa nimmt es. Und ja, wie fühlt man sich denn dann, wenn man so eine Art Droge zu sich nimmt? Es ist, also kennst du das, wenn du etwas viel zu Scharfes gegessen hast und du fängst so an zu schwitzen und so, du musst halt schwer atmen, aber du bist auch so, gleichzeitig kriegst du so ein bisschen Energie und aber du merkst halt so, mehr hättest du auf jeden Fall nicht vertragen. Ne? Also das Zeug kann man nicht so, davon darf man, also kann man nicht regelmäßig nehmen. Das Adrenalin steigt halt in die Höhe. Ja. Okay. Ist natürlich gefährlich, weil wir jetzt wieder mehr Sauerstoff verbrauchen, ne? Aber das ist richtig. Okay, so, und dann schauen wir uns doch mal an. Hast du Progress eingetragen? Habe ich. Ja. Nice. Genau, also wir brauchen jetzt nur noch einen Progress, um nämlich das Sanctum zu erreichen. Ja, so, oh Gott. Aber zunächst einmal schauen wir uns doch an, wie der Waypoint aussieht. Genau. So, und da brauchen wir jetzt ein W100 beziehungsweise mehrere W100 und gucken dann, was am besten passt. Yes. Norm, bei Mucky Man gibt es auch das Fried Beef Udon mit Spicy Teriyaki Soße. Das brennt dir richtig schön die Lunge weg. 93. Wenn ihr so darüber redet, dann denke ich eher an Cowboy Bebop. Oh nein. Descriptor plus Focus. Ja, und vor allem, guck mal, wäre es was drunter gewesen, wären wir direkt ins Sanctum reingekommen. Nein. Shit. 27 direkt. Also was ist das? Genau, wir gucken mal, Descriptor und Focus, das sind halt so Beschreibungen. Mhm. Ja, also nochmal in einer anderen Tabelle. Deswegen schauen wir jetzt mal auch mal hier auf der 27 Garden or Invasive Plant Life. Nee, 27. Noch drüber. Enigmatic Control to Terminal. Ja, das passt total. Das passt perfekt. Und da können wir nämlich auch die Energie halt wieder anschalten. Bam. Ja? Yes. Nice. Okay. Danke, Billy. Sorry, Mortier. Genau. Oh no, wir sind direkt am Konflikt schüren, hallo. Genau, so, okay, dann möchtest du beschreiben, wie der Raum aussieht und wie die Kontrollpanels aussehen? Ich denke, es ist wieder, also wir bleiben beim Thema der Kugeln, ne? Aber das quasi, also normal, es ist keine zentrale Einheit. Sondern da sind quasi, wir kommen halt in den Raum und hier ist auch wieder die Energie sehr stark. Ne? Also hier sind wir, okay, hier volle Energie. Und das ist ein Raum voller kleiner Kugeln. Die sind maximal kopfgroß, ne? Wie so diese ganzen kleinen Disco-Kugeln, die sich auch so leicht verformen und auch diese ganzen kleinen Plättchen haben mit Runen, die sich immer wieder drehen und neue Muster bilden und dazwischen dann auch wieder, so wie wir es bei dieser blauen Masse gesehen haben, immer wieder diese Energiestöße, die herumschwirren und die Kugeln bewegen sich so leicht hin und her, schweben so und ne, sind in so einem Muster angeordnet, so ganz viele Dutzende, ne? Und das sieht aus wie hier das Symbol. Das steht für entweder Energie oder Pudding. Deswegen. Pudding? Entweder oder? Ja, also hängt davon ab, welcher Kulturkreis. Und ich war da einmal. Ne, so viel. Naja, Pudding, es könnte auch eine Paste sein, die für Brei steht, also Mahlfarbe auch, da könnte aber auch eine Babynahrung drunter fallen, deswegen denke ich eher. Ja, ich glaube auch, dass er so langsam seinen Verstand verliert. Na. Ich bin einfach nur ein gebildeter Mann. Aber ich denke eher, dass wir hier richtig sind, was Energie angeht. Übrigens, Essen bringt Energie, deswegen, verstehst du? Oder Malen bringt kreative Energie. Je nach Kontext. Ja, lass uns das Ding jetzt untersuchen und Sam, schau dich ebenfalls um. Ja, und er fliegt halt so umher, versucht so den anderen Kugeln auszuweichen und Informationen darüber zu erhalten, während wir dann auch schauen, ob wir nicht nur Pudding lesen, sondern
ja, irgendwie ein Panel finden, was wir auch bedienen können, um Energie hineinzuschicken. Ja, ich denke, Seeker holt jetzt auch wieder die Fotos raus und guckt, ob da irgendwie so ein paar Symbole wieder übereinstimmen. Hm. Holographische, genau, Bilder, ja, ne, ja, öffnen sich von den Fotos, die du gemacht, ja, hast. Oh. Du swipest sie halt so ein bisschen hin und her, um sie, genau, halt in, ja, die richtige Position zu bringen. Ja. Oder ich stelle mir das so geil vor, weißt du, er dreht an seinem Gerät und dann kommt halt so ein Bild raus und immer wenn er eins will, dann zieht er das so raus, weißt du? Zieht, mhm, das einfach so aus dem Hologramm raus und also legt das quasi ab und dann dreht er so weiter und dann so tsch, 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 habt ihr irgendwann so ein Puzzle so neben den ganzen Kugeln. Ich denke auf jeden Fall, dass die Position der Kugeln zueinander relevant ist, dass sie nicht nur oft da bleiben, wo sie sind, sondern dass wir sie auch, dass wir nicht nur die Kugel selber verändern, sondern auch ihre Position. Ach, du meinst, dass sie irgendwie durcheinander geraten sind? Ja. Vielleicht durch, okay, das ist, ja, lass versuchen, ob wir das hinkriegen. Gut, Sam, kannst du uns noch was sagen? Gut, wir brauchen dann wahrscheinlich wieder Würfel, ne? Genau. Yes. 2W10, please. W10, keine Zähnen, ne? Nur so. Ey. Hä, wollte ja auch nur 4, ne? Also, ne, jetzt, die letzten waren alles 4, ne? Crazy. Die Würfel sind heute 40. Ah, okay. Schnell die 0 weg. So, wir brauchen noch einen zweiten Würfelwurf, bitte. Hm. Ja, vielleicht die 4 steht. Wo ist denn mein Würfel? Ach, da. Hi. Hi, Anni. Schön, dass du da bist. Oh. 10. Er hat's angekündigt. Leco, er hat die Blade Runner-Würfel, ne? Fürchte dich vor dem Auge. Ja. Auch ganz hervorragend, muss ich mir noch weiter angucken. So. Plus was? Ich habe eine 2 plus Plus Wits. Mhm. Plus Wits, das ist dann eine 4. Das ist ein Ich habe auch kein Momentum mehr. Er hat 2 W10 gewürfelt, beide waren auf der 10. Ja. Okay. Obwohl, warte. Ja. Warte. Ja. Halt, stopp, liebe Leute. Ich meine, du hast jetzt gewürfelt. Ich weiß nicht, ob wir es so machen wollen, aber ich habe ja hier den Lore Hunter, den, ja, Path des Lore Hunters. Ja. Und ich würde sagen, dass wir machen, also das dauert länger. Ne? Ja. Also wir machen das jetzt nicht einfach das so. Das stimmt. Und when you make, und ich habe halt quasi die Fähigkeit, when you make a move to conduct extended research or study, ja, re-roll any challenge dice. Ja, dann re-roll meinen Challenge. Nimm, ja, meinen Würfel. Nee, ist das der Challenge Dice? Ich dachte, das wären die Challenge Dice. Ah, genau, stimmt. Das heißt, Raldanasch, würfel nochmal. Ja, würfel nochmal bitte deine, genau, 10 neu. Ha, nice. Obwohl, nee, dann warte, wenn wir die 2 nehmen, dann müssen auch die 4 weg. Wie viele Würfel sollen denn nochmal neu gewürfelt? Any. Yes. Dann, den ersten hatte Billy. Wotja hatte den ersten. Wotja, okay, Wotja und Raldanasch. 1-1. Geil. Zum Glück hat das funktioniert. Oh mein Gott. Und das Geile ist, ihr seid so geil. Danke. On a match, you piece together an extraordinary or herring new theory. Envision the nature of this revelation and mark one tick on your discovery's legacy track. Absolut geil. Ja. Yeah. Ja. Ich mache mir mal einen Tick. So, okay. Also, on a strong hit. Envision a favorable insight, situation, resource or encounter, then take plus 2 Momentum. Mhm, so, das nehmen wir. Und gain progress, mark progress on your expedition per rank. Und also, ich krieg halt die tollen Sachen und du darfst erzählen, ne? So, was, okay, denn jetzt dieses Doppel-Eins quasi bedeutet. Boah, das ist crazy. Also, ich würde sagen, dass irgendwann Seeker, also dass Seeker so ganz vorsichtig so ein paar Bälle so anfasst und so minimal verschiebt und dann irgendwann kommt Sam so von der Seite und ist so, ne, piep, piep, guck mal da, ne, zeigt ihm etwas Bestimmtes. Macht ihn auf etwas aufmerksam. Und dann ist sie gewartet.
Und dann bewegt er und plötzlich checkt er es, ne? Er ist wirklich, also er checkt die Symbole, er checkt die Mechaniken untereinander, die, ne, und fängt an, so die ganzen Kugeln zu verschieben. Und das ist quasi wie das Muster von einem, wie wenn du ein Kleidungsstück zusammenwebst. Hm. Alles ist miteinander verbunden, alles sind Fäden, die ineinander verwebt sind. Und wir sehen tatsächlich auch, wie von den Wänden plötzlich Fäden, ja, so die uns ja vorher auch irgendwie angegriffen haben, die Kugeln anfangen anzustoßen. Ja, so um in eine richtige Richtung zu schubsen. Und dann so zwischendurch immer mehr so Energiepulse zwischen den Kugeln. Und dann irgendwann quasi gibt es so ein, also quasi fast wie so ein Einrasten von so einem Schloss oder sowas hört man. Und dann, ne, hört man so, wie so die Energie hochfährt. So ein ganz leichtes Summen und dann hört man, also könnte man, würde man, glaube ich, in die Gänge raussehen, würde man sehen, wie sich überall das Licht anmacht. Und Zika auch und dann dreht er an einer Kugel und setzt dann seine Maske ab. Und nichts passiert. Ne? Er kann einfach atmen und sein Gesicht ist auch wieder normal und so weiter. Es ist sicher, ja. Ja, es ist sicher. Okay. Ja, und Alisa nimmt auch ihre Maske ab. Vor allem ist die Energie, sie ist an. Schau dir dieses Leuchten an. Und es vibriert. Spürst du dieses Vibrieren unter dir? Ich meine, jetzt wo du es sagst, habe ich irgendwas gestartet? Ich hoffe, dass das ein gutes Zeichen ist. Ich denke, ich bin mir da sicher. Okay. Ich habe nämlich noch was entdeckt. Ja? Dieses Zeichen hier, und er zeigt auf so einen, auf einen Ball, der ganz außen ist, so fast schon alleine schwebt, nur noch so ganz knapp mit den anderen verbunden ist. Oder beziehungsweise er ist nicht mehr verbunden. Mhm. Und er zeigt halt drauf und zeigt halt auf so eine dicke Rune. Und das ist der ist so ein bisschen anders als die anderen Bälle. Aber auf den anderen sind ganz viele Runen. Und auf diesem ist eine Rune, die sich so über die ganze Oberfläche zieht. Und da sieht man, und da sagt er zu dir, ich glaube, diese Kugel steht für Tor. Ich glaube, damit sind diese Knotenpunkte gemeint, die wir herausgefunden haben. Speicher das ab. Speicher das sofort ab. Vielleicht finden wir irgendwann mal auf einer Route genau dieses Tor. Soll ich es nicht näher ranbringen an die Energie? Ich glaube, jetzt sind sie getrennt. Jetzt sind die Tore nicht aktiv. Vielleicht gibt es Tore zu diesen Knotenpunkten. Aber wenn du sie jetzt aktivierst, dann wer weiß, was mit dem Forge passiert. Wer weiß, was im Forge passiert. Wenn das sich wirklich bewahrheitet, wenn das Portale innerhalb des Forges sind und sie jetzt aktiviert werden. Wer weiß, was für Energiesignaturen sie haben. Ja, ich weiß, dass du das riskieren würdest. Du riskierst ja alles. Ich denke, wir sollten das tun. Okay. Er setzt die Kugel näher ran an die anderen und sie verbindet sich mit denen. Die Rune fängt an zu leuchten. Und mehr passiert aber jetzt nicht. Ja, wobei, ich könnte mir vorstellen, dass es schon ein
ein starkes Rappeln so unter uns gibt, dass wir so etwas wie eine Ladung spüren. Achso, dass jetzt viel Energie plötzlich verbraucht wird. Genau, dass viel Energie verbraucht wird. Und was außerhalb jetzt dieser Ruine geschieht, das wissen wir nicht. Das ist ganz klar. Aber was wir sehen ist, dass jetzt diese Kugeln so angeordnet sind, dass eine Sternenkarte aufgeht. Ja, so, und dass die Kugeln an genauen Positionen sind und man sieht Verbindungen, die von Kugel zu Kugel zu Kugel gehen. Nicht nur ein Portal, sondern viele Portale, die sich im Forge befinden. Und eine Kugel löst sich und fliegt zu Sam hinüber. Wir sollen ihr folgen. Und diese Kugel fliegt so etwas weiter. Und wir gehen dieser Kugel hinterher und kommen in einen für uns noch unbekannten Raum, der plötzlich ganz anders aussieht. Wir erreichen das Sanctum. Ja. Und wie das Sanctum aussieht. Da brauchen wir eure Hilfe wieder für. Genau. W100 bitte. Oh, jetzt bin ich gespannt. Oh yes. Welcome to Sanctuary. Oh, you're finally awake. Aber geil. Mega gut. Sehr gut. Mega gut. Gefällt mir richtig gut. Ich find's auch toll. 24. Mhm. 25. Enigmatic Mechanism comes to life. Es ist ja das, was passiert ist, ja? Yes. So. Ja, genau. Das heißt, ihr im Chat dürft würfeln. Ja. Genau, ne, Anni? Also es läuft so ab, dass du brauchst im Grunde nur 2 W10 und oder ein W100 und dann darf der Chat würfeln und wir machen dann Dinge daraus. Ja, genau. So. Oder aber auch der Chat hat sehr, sehr schöne, interessante Ideen parat. Also nicht der Chat, ihr natürlich im Chat. Ja, so, genau. Ja, also ich würde mal sagen, dass wir, weil es passt sehr gut mit diesem Enigmatic Mechanism Come to Life, dass wir vielleicht jetzt in diesen Raum hineinkommen, wo wir eine massive Kugel sehen, der sozusagen der Antrieb ist, also von diesem ganzen Mechanismus und wo jetzt eine kreisrunde, Wortfindungsprobleme, wo Kreise wie so Orbitale ineinander. Wie beim Saturn oder sowas, meinst du? Wenn da diese Ringe Beziehungsweise, der eine dreht sich in diese Richtung, der andere in die andere Richtung. Mm. Und es wird halt immer schneller, immer schneller, immer schneller. Und in der Mitte befindet sich eine Energiequelle auf einmal, die wir ja scheinbar aktiviert haben mit unseren Taten, die das alles halt hier zum Laufen bringt und wahrscheinlich auch die Portale zum Laufen gebracht hat. Und ich würde sagen, hier wird es auch warm. Ja. Weil Kälte ist ja die Abwesenheit von Wärme. Genau. Und vielleicht ist das deswegen ein Eisplanet. Weil quasi dieses gewaltige Ding so viel Energie zieht, dass es halt keine Wärme mehr quasi auf diesem Planeten gibt, sondern halt. Aber das ist ja das Seeker mit seinen Theorien. Also du merkst immer so, sobald Theorien kommen und auch irgendwie Pudding und blablabla, so, ne, dieses Ganze, du merkst, warum er das Hobby zum Beruf gemacht hat, so ein bisschen. Mhm. Amenasphäre heißt so ein Ding. Wenn ich, Anni hatte gerade eben auch eine 43 gewürfelt. Mhm. Da steht Mutated Remains of the Dead. Vielleicht waren da noch irgendwie so, ich weiß nicht, vielleicht haben noch, Hat irgend so ein Lebewesen versucht, das Ganze noch aufzuhalten oder runterzufahren oder anzumachen oder sowas, weißt du? Und da sind jetzt die Reste davon da. Vielleicht, pass auf. Das ist sehr, sehr gut.
dass aber wir dort einen Körper sehen, der nicht einem Menschen ähnelt, sondern wirklich einem Alien. Mhm. Ja. Ja. So, und wir haben diese sich ständig ändernde Masse gesehen. Mhm. Wir haben diese Kugeln gesehen, diese fremde Technologie. Und wie sieht jetzt dieses Alien aus, lieber Chat? Ja. Ne? Was dort liegt. Und vielleicht das alles versucht hat, entweder instand zu halten oder aufzuhalten. Mit Pelz? Klar, weil es kalt ist, ne? Mhm. Das ist schon mal eine gute Idee. Und drei Augen, okay. Mhm. Ich denke, es sollte auch ein bisschen so formlos sein, oder? Also wenn quasi, wenn die ihre Umgebung ja auch so Außer es ist natürlich etwas ganz anderes. Was ganz anderes, das nicht hierzu gehört. Ja, das könnte auch sein, stimmt, ja. Genau. Dass das einfach ja. Weil vielleicht ist es ja auch gar nicht aus einer uralten Zeit. Vielleicht hat sich ja ein Wesen, das hier auf diesem Planeten halt irgendwie lebt, ne, was auch Seeker noch nicht begegnet ist, sich auch hier in diese Ruine verirrt. Ja, so, und konnte vielleicht den, pass auf, es konnte den, die Art dieser Kugel nicht verstehen, was es tut eigentlich. Und dadurch, dass das Wesen, ohne vorher die Energie aktiviert zu haben, von diesem Raum angegriffen worden ist, als Schutzmechanismus. Und dadurch dann zu Tode gekommen ist. Ja. Ja. Auch ein Mysterium, das bleibt. Ja. Aber ich denke, was wir auch spüren dürften, oder? Mhm. Ich weiß nicht, ob wir dafür würfeln müssen, aber was mit der Schwerkraft? Was meinst du mit der Schwerkraft? Ich meine, wir sind jetzt am Kern angekommen, ne? Ja. Also das heißt, dass wir so anfangen zu schweben? Nee, die Schwerkraft auf dem Planeten meine ich. Ach so. Ja, also ich meine, vielleicht frisst dieses Ding jetzt so viel Energie halt für die Tore. Oder halt die Funktion wurde umgewandelt. Vielleicht hat dieses Wesen, das da in diesem Raum war, hat halt aus Versehen irgendwie die Gravitation halt geändert. Also die Funktion dieses Balls oder die Funktion des Sanctums halt geändert. Also so, dass halt dadurch die Gravitation halt quasi auf dem Planeten halt verstärkt wurde. Und jetzt haben wir das halt geändert und die Energie halt auf was anderes gespeist und das sind dann halt... Ja, genau. Ne, genau, dadurch, dass das Wesen nicht wusste, was es eigentlich getan hat, ja, so hat es diese Gravitationswelle eigentlich ausgelöst. Genau. Ja. Ne, so, und also ein komplett anderes Signal losgeschickt, was es eigentlich irgendwie sein sollte. Genau. Ne, und jetzt haben wir damit auch die Gravitationswelle halt sozusagen abgeschaltet. Okay. Okay. Dann sollten wir versuchen, hier rauszukommen. Auf jeden Fall. Ich denke, wir haben das, was wir wollten. Und sogar mehr. Viel, viel mehr. So viel mehr. Ja. Es gibt ja ein Feature zum Escapen, genau. Ne? Also wir, beziehungsweise wir könnten jetzt... Ne, Finish und Expedition machen. Wir sind ja jetzt momentan bei 6. Ne, so. Oder aber wir könnten halt jetzt noch einmal, also weil dann würden die Würfelwürfe ne, von dem Chat wären gesetzt und wir hätten nur die 6. Mhm. Ja, so dagegen. Oder aber wir gehen noch mal eins weiter. Ja, so um auf 7 zu kommen. Mhm. Auf 6 oder 7 ist halt jetzt die Frage. Ne? Oder ja, wir riskieren es halt. Haben wir durch das Match, also ich meine 2 Einsen, ja. Haben wir dadurch nicht noch einen Progress bekommen, dadurch, dass wir jetzt auch im Sanctum sind und so?
Schwer genommen nicht. Ja, aber es ist ja ein neuer Waypoint, oder ja, nicht? Ja, und ich würde mal sagen, weil storymäßig einfach so geil gewesen ist. Yes. Ich meine, es ist unsere Story. Ja, so. Genau. Und ich glaube, das ist fair, wenn wir sagen, wir machen da eine 7 draus. Weil eine 7 ist ja immer auch noch nicht direkt geschafft. Es kommt ja drauf an, was der Chat jetzt würfelt. Genau. Na? Ja, dann auf geht's. Yes. Ihr Lieben. 2W10 bitte. Genau. Und quasi jetzt, wir würfeln gar nichts mehr. Jetzt kommt es halt darauf an, was ihr würfelt. Und dagegen werden die 7 Progress gesetzt. Die 36, nice. 2W10 brauchen wir leider. Da kommen wir mit der 7 nicht drüber. Also einfach nur einen Würfel. Genau, Würfel, genau. Ne? Genau. Oh, yes, eins. Vielen Alter, Dank. Haben wir deine Würfel verflucht oder so? Der kann nur 10 und 1 würfeln. Ja, genau. Okay, dann nehmen wir die 1 und 5 und yes. Wir haben es tatsächlich geschafft. Ja, so. Ein strong hit. Ein strong hit. On a strong hit, you reach your destination. Ne, so. Or complete your survey. Oh yes, we did this. Mark a reward on your Discovery's Legacy Track per Expedition Rank. Ja, so, das mache ich dann gleich. Ne, so, aber wir haben es geschafft. Ja, so, und wir kommen jetzt, na, also nicht nur, dass wir jetzt auch ne, dass das aktiviert haben, sondern die Kugel führt uns jetzt auch hinaus. Mhm. Ja, so, und beziehungsweise noch viel cooler, glaube ich, die Kugel vergrößert sich wieder. Ah. Ja. So, die einzelnen Platten rotieren. Aber diesmal geht auch eine Tür auf, ne, würde ich sagen. Genau. Also diesmal ist Platz, damit wir durch können. Richtig. Wir schlüpfen hinein. Maske wieder auf, nicht vergessen. Ja. Es herrscht wieder Stille um uns herum. Ja, so, und es geht ein Energiepuls hindurch. Und wir befinden uns plötzlich wieder in der Eislandschaft, in der wir zuvor gewesen sind. Yes. Oh yes. Wir sind wieder an der normalen Stelle. Gut. Ich habe meinen Teil der Abmachung gehalten. Das wäre meine Freude, Alice. Aber für die... Ich muss mich unbedingt mit dem auseinandersetzen, was wir gefunden haben. Willst du es nicht auf meinem Schiff machen, auf der Medea? Klar, aber ich... Ja. Ich meine, dort ist es warm. Und du wolltest doch auch von diesem Planeten hier verschwinden. Ja, klar. Aber ich wollte dir sagen, wer dir vielleicht dabei helfen könnte. Also, ne, wir machen das alles, während wir so quasi wieder in unser, ne, wieder in Skiff einsteigen und zurück zu der Höhle fahren. Ja. Ich glaube, ich kenne jemanden, der dir helfen könnte mit den Escape Pods. Weil vorher willst du ja nicht weg von diesem Planeten. Nein, natürlich nicht. Eben. Sollen wir erst dorthin fliegen? Genau, ja. Ich stell dir jemanden vor. Okay. Ja, und dann fliegen Seeker und Alisa und Sam los. Ja. Und werden dann irgendwo ankommen, was wir dann beim nächsten Mal erfahren werden. Ne? Und wir werden nicht nur das erfahren, sondern wir werden auch beim nächsten Mal eine neue Person kennenlernen. Yes. So, nämlich der Wotja wird dann beim nächsten Mal mitspielen. Das ist dann in 2 Wochen. Norm, schreibt mal gerade schnell das Datum halt noch mal rein. Ja, so, weil zu viele Informationen. Und ja, es hat mir unglaublich viel Spaß gemacht. Also es war
großartig. Ja? Also diese Ruine zu entdecken, ja, so dein Input halt auch noch mit reinzubekommen, ne, so dann auch, auch wieder der Chat richtig, richtig tolle Entwicklungen mit reingebracht. Ja? So, also auch ganz, ganz herzlichen Dank, ne, an da draußen. Es war großartig. Ja. Einfach nur großartig. War super. Es hat mir auch sehr, sehr viel Spaß gemacht. Es war mir ein inneres Blumenpflücken. Hammer. Genau. Ich fand es sehr, sehr cool mit euch. Ja. Ja. Vergesst nicht, like und subscribe. Das wurde sehr viel gemacht, also von daher. Genau, auch, ja, ihr seid super. Ne, auch da ganz, ganz herzlichen Dank. Also ich bin begeistert. Ja, es macht sehr viel Spaß mit euch, da eure Sendung ist. Genau, und wollt ihr, und dann entdeckt ihr ja vielleicht auch einen weiteren Grund, warum Seeker überlebt hat auf diesem verfluchten Eisplaneten. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao, ciao.